Wenn Gerd Schröteler von der Arbeit nach Hause kommt, reicht es gerade einmal für ein gemeinsames Stück Kuchen. Danach macht sich auch seine Frau Gabi auf den Weg zur Arbeit, denn auch sie ist berufstätig. Seit 25 Jahren sind die beiden jetzt schon verheiratet. Diesen runden Jahrestag feiern sie in einem offiziellen Rahmen, und zwar beim Tag der Ehejubiläen des Bistums Aachen. Ja, wir hatten dieses Jahr Silberhochzeit, hätten gerne einen Einzelsegen, den bekommen wir hier im Ort nicht und deswegen haben wir uns entschieden, das in Aachen nachzuholen. Ja, meine Eltern hatten voriges Jahr Goldhochzeit und habe das dann so ein bisschen mitgemacht in Aachen. Das hat mir sehr gut gefallen, habe meinem Mann davon erzählt und er fand das dann auch gut und haben wir uns angemeldet und dann hoffen wir jetzt auf den Segen der Bischöfe. 25 Jahre Ehe. Gerne blicken die Schrötelers auf diese gemeinsame Zeit zurück. Genau wie viele andere Paare im Bistum Aachen. Bischof Heinrich Mussinghoff lädt alle Jubiläumspaare dazu ein, am 6. September gemeinsam zu feiern, am Tag der Ehejubiläen. Organisator Konrad Siegers hat für diesen Tag neben zwei Gottesdiensten auch ein buntes Kulturprogramm vorgesehen. Zum Tag der Ehejubiläen lädt unser Bischof seit 2006 immer 250 Paare ein, die in dem jeweiligen Jahr ein Ehejubiläum zu feiern hatten oder haben. Und zwar geht es da um die silberne Hochzeit, es geht um die goldene Hochzeit, die diamanten Hochzeit, aber auch die Hochzeiten dazwischen mit 30 Jahren, mit 40 Jahren. Und in diesem Jahr ist sogar ein Paar dabei, das schon 65 Jahre verheiratet ist, also seine eiserne Hochzeit feiert. Laut Statistischem Bundesamt werden mehr als ein Drittel aller Ehen vor dem 25. Hochzeitstag geschieden. Dass beide Partner berufstätig sind und wenig Zeit füreinander haben, ist sicherlich ein Grund. Bei den Schrötelers ist das nicht anders. Wir versuchen sehr viel Freizeit miteinander zu verbringen, zum Beispiel im Schützenverein oder bei der Gartenarbeit. Ja, das wäre halt unser Tipp für junge Leute, dass sie halt viel Zeit gemeinsam verbringen, die sie haben und nicht so schnell den Kopf in den Sand stecken, wenn mal irgendwas schief läuft, sondern halt an der Beziehung arbeiten. Die Scheidungszahlen in Deutschland sind rückläufig. 2013 wurden 5% weniger Ehen getrennt als noch im Vorjahr. Trotzdem schlagen für das vergangene Jahr fast 170.000 Scheidungen zu Buche. Lange Ehen sind also etwas ganz Besonderes. Am 6. September würdigt der Aachener Bischof die Jubiläumspaare und spendet ihnen einen Einzelsegen.